Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Essen Motor Show 2022. 22. Dafür steht übrigens diese dezente 22 da hinten. Wirklich crazy, wie wenig Leute wissen, welches Jahr heutzutage ist. Oder wie, es ist wahrscheinlich wirklich zu einfach gedacht. Also wirklich ganz viele Leute wissen nicht, für was die 22 steht. Ist jetzt nicht schlimm, aber weiß nicht. Es hat sich, glaube ich, irgendwie über die Jahre ein bisschen geändert, dass das Jahr einfach egal ist. Die Jahre gehen so schnell vorbei. Jetzt 22, 23, 20, 24, alles so eine Zahl. So, Essen Motorshow. Erste Wochenende ist um. Es ist jetzt gerade Montagmittag. Wir fangen hier oben an, weil es ist tatsächlich, wie ihr ein bisschen sehen könnt, voll für den Montag. Ja, sorry, meine Stimme ist nach dem Wochenende wirklich. Ich habe am Samstag von 9.30 Uhr bis 17 Uhr im Tresen gestanden und gestern mittags rum auch. Es war wirklich voll am Wochenende. Also an der Stelle vielen, vielen Dank an alle, die schon mal hier waren, alle, die uns besucht haben. Wir haben aktuell noch eine extrem niedrige Quote an Gutscheinen, die eingelöst wurden, weil wir können nämlich sehen, wer von euch, wir haben ja in der Black Week, haben wir unter den ersten 100 Blackboxen, haben wir jeweils zwei Gutscheine für die Essen Motor Show mit reingepackt. Und von diesen 200 Karten wurden bisher gerade mal 70 eingelöst. Nicht 70 vor Ort eingelöst, sondern aus dem Code überhaupt ihr Ticket gewandelt. Also kommt weiter her. Kannst auch verstehen, wenn der eine oder andere einfach gar nicht herkommen kann. Ich habe auch Antworten bekommen von wegen, ist geil, aber kann nicht. Familie, Wochenende, zu weit weg, etc. Deswegen. Aber schon krasse Quote an Leuten, die bisher noch nicht hier waren. Ja, also, kurz zum Stand. Unser Stand ist ein bisschen größer geworden, weil wir haben dieses Mal auch nämlich noch die Chromfabrik mit am Start. Alex, der für uns alles verzinkt, verchromt, vergoldet, etc. Als auch Animal, das Schild seht ihr jetzt gerade nicht. Das steht jetzt genau hier parallel zu uns. Der ist auch mit am Start. Und die beiden haben dort ein bisschen Produkte ausgestellt, ne, was die so machen. Unter anderem steht hier vorne eine Dönermaschine aus Echtgold. Hat Alex immer mal machen lassen. Witzige Nummer. So, und natürlich Luke, sein Golf 7, Firma Styrowerk, der für uns diese ganzen geilen Styroporsachen macht. Sonst, kurz zu den Autos. Wir machen das mal von hier oben, weil das wäre jetzt ein bisschen anstrengend, unten die eigenen Autos zu filmen. Wir können das aber mit Einblendung machen, was so passiert ist. Los geht's. Unser Goldbarren, der jetzt tatsächlich einen Goldbarren hinten rauf on top hat, ist auch aus Styropor. Hat Firma Lackwelt da nochmal schnell einmal lackiert. Wir finden es einfach als Gimmick irgendwie witzig, sieht irgendwie schön bekloppt aus. Wir finden es ganz geil. Aber sonst so, ja, habt ihr in den letzten Videos gesehen, Felgen, Räder, Fahrwerk, ein bisschen flacher das Ding. Alles Street Legal, alles eingetragen, schon hat man ein geiles Auto. BMW, sich rein gar nichts verändert seit letztem Jahr, alles gleich geblieben. Bin leider viel zu wenig mit dem Auto gefahren. Nächstes Jahr nehme ich mir definitiv vor, mehr zu fahren. Limo hat sich einiges getan, werdet ihr in den Videos auf jeden Fall noch sehen. Deswegen will ich jetzt auch nicht zu detailliert drauf gehen. Zu detailliert drauf eingehen. Sorry, ich muss erstmal wieder Deutschland hier, nach den ganzen Gesprächen am Tresen. Heißt, Ron hat ein richtig schönes Alcantara-Armatur mit fertig gemacht, weil er sagte, dieser leere Innenraum, der braucht einfach ein Highlight. Dann haben wir zwei Displays in dem Auto drin, sowohl im Tacho als auch im Lenkrad. Lenkrad ist ein Prototyp, das wird noch geiler. Hat beides Daniel wieder gemacht, gescannt, konstruiert, geflockt. Da wird auf jeden Fall noch was zu kommen. Dann haben wir einen Recaro Podium-Sitz drin, weil für mich gibt es einfach keinen Sitz, der da eigentlich besser reinpasst, weil der Sitz so krass minimalistisch, Carbon mit dem Stoff. Das Ding sieht so schlank und dezent da drin aus. Ich finde einfach, für das Auto passt der Sitz da perfekt rein. Mach ein paar Einblendungen rein, aber da gehen wir später in Ruhe nochmal ein. Genauso ist mittlerweile der richtige Motor drin. Haube geht jetzt zu. Wir haben euren Ratschlägen gefolgt, haben nochmal drüber nachgedacht und haben einfach den ganzen Motor vorne tiefer gesetzt. Das heißt, der ganze Motor sitzt jetzt so 2 cm tiefer und das hat gereicht, dass die Haube zugeht. Haben zusätzlich aber die Drosselklappen versetzt, haben so kleine Spacer dazwischen gemacht und so passt das jetzt alles. Öltank sitzt im Innenraum, Servolenkung ist drin. Machen wir alles in Ruhe in Hannover. Marius Golf, auch noch weiter gemacht. Eigentlich das Auto soweit ready, bis auf Elektrik, die müssen wir jetzt noch machen. Und der richtige Motor muss rein. Eine Tür hat er noch eingebaut, die andere hat er offen gelassen, dass man diesen kranken Innenraum sieht, weil der einfach so geil durchlackiert ist, dass wir dachten, dass ihr euch das auf jeden Fall reinziehen sollt. Abarth konnten wir leider seit dem letzten Mal nicht wieder fahren, ist jetzt halt Winter. Ich habe mal den Beifahrersitz ausgebaut, das heißt, da ist jetzt nur noch ein Recaro Pro Racer drin mit den Ohren. Übelst geil, ist für mich gleich irgendwie viel mehr Rennauto, das ganze Ding. Gleich ganz anderes Feeling. Also, wenn man da jetzt so drin sitzt und links, rechts diese Ohren hat, rechts ist alles leer, voll geil. Da muss ich aber wirklich sagen, vielen, vielen Dank an meine Community, weil Marius und ich haben uns gestern so das Wochenende mal Revue passieren lassen und wir haben beide gesagt, boah, ist doch krass, wie
schnell wir diesen 0815 Abarth dann doch in die Szene etabliert haben. Weil wirklich ganz viele Leute vor dem Auto stehen, sich das Auto angucken, jedes Detail kennen und einfach auch dieses Auto, was am Anfang so belächelt wurde, einfach so feiern. Und ich kann euch sagen, wenn ihr das Auto einmal in Action gesehen hättet, würdet ihr es noch mehr feiern. Aber trotzdem vielen, vielen Dank schon mal, dass ihr auch dieses Auto so herzlich in die Familie aufgenommen habt. Oma Golf steht hinten bei Bielas, da gehen wir jetzt gleich mal hin. Wir gucken mal, wie wir uns hier heute so durchkämpfen. Ich wollte aber erst am Anfang ein paar ruhige Wörter von hier oben sagen, aber jetzt gehen wir mal runter und gucken. So, hinter uns stand JP Performance, ganz neues Design, extrem geil. Das Auto will ich euch auf jeden Fall vorstellen. Ich würde allerdings versuchen, dass ich mit Jean-Pierre einen Zeitpunkt erwische, wo er kurz Zeit hat. Deswegen würde ich sagen, das verschieben wir in ein späteres Video, weil das würde ich gerne in Ruhe, wenn es ein bisschen leiser ist und wenn einfach mehr Platz da ist, machen. Wir gucken mal weiter. Hier haben wir direkt ein Auto, Frankie, Audi. Ich glaube, das hat schon jeder auf Instagram gesehen. So, die Fotos sind wirklich um die Welt gegangen, übertrieben gesagt. Ich guck mal kurz, ob er da ist. Dann kann er vielleicht ein bisschen was dazu erklären. Also Frankie schläft noch, wir müssen mal wiederkommen. Alle fünf schwappt immer mehr aus der Halle 6 rüber. Das heißt, auch hier sind mittlerweile echt viele Aussteller. Dahinter ist die Tuning Experience, wieder von Sven Schulz. Echt krasse Autos, da muss ich auch nochmal sagen, Respekt, in Hannover war wirklich die Tuning Experience mit den Fahrzeugen eine 1 plus, muss man einfach so sagen. Wir laufen auf jeden Fall mal gleich durch und entscheiden mal für uns, welche Fahrzeuge wir gerne vorstellen wollen würden. Dann kann ich nämlich mit Besitzer noch abklären, dass die Autos uns vorstellen. Dann gucken wir einfach mal, was noch so zu gucken gibt. Wir wollten gerade zu dir. Ich wollte gerade pinkeln, aber ich habe Zeit. So, falls ihr nicht kennt, Marvin LB Garage, das erste Mal hier, ist Motorshow auch am Start. Ja, definitiv. Erzähl. Wild. Vor allem das Wochenende war wild. Also Samstag, Sonntag. Ich habe mit viel gerechnet, aber so viele Leute. Ich meine, letztes Jahr noch Corona, ne? Ich glaube, die haben einfach alle Bock. Und ich habe auch Bock. Aber du siehst eigentlich noch gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder ist falsch? Na, ich trinke genug Wasser und schlafe auch ganz viel. Ja, so wie Samstagabend, da haben alle nur Wasser getrunken. Nur. Nein, aber es ist geil, es ist cool zu fliegen. Ja, hey, ich fühle das hier gigantisch. Ist auch das erste Mal, dass ich jetzt wirklich so seit 5 Jahren oder so die Community in dem Ausmaß quasi persönlich begegne. Das ist glaube ich, der krasseste Moment gewesen, dass du wirklich siehst, so eine Menge an Menschen siehst, die einfach nur da sind und Hallo sagen wollen. Das kommt dann im Internet nicht so rüber. Da siehst du eine Zahl so und hier siehst du halt einfach eine Horde an Menschen und alle fühlen den Shit hier einfach und das finde ich geil. Ich finde immer am geilsten, dass du siehst, wenn die Leute beobachtet, ganz genau, wie die jeden Inhalt von jedem Video kennen. Ja, ja, und so genau. Ganz genau gezielt an den Autos zu gucken. Ich kann gar nichts erzählen, weil dann sagen sie, ja, hier mit dem Radläufer und ich so, ja, weißt du, haben wir dir. Ja, ich weiß, habe ich gesehen. Ja, das finde ich ja ganz witzig auf der Messe. Ich glaube, das ist so, da gibt es so zwei Lager. Die einen machen das halt als Firma. Ja, so, genau. Und wollen dann ihr Produkt verkaufen. Ja. Und dann gibt es halt auch noch, ich sag jetzt mal, uns YouTuber, Influencer, wie auch immer, die halt wirklich das halt für die Leute machen, die herkommen. Ja, einfach mal Hallo sagen können, ne? Und die Autos auch mal zeigen, ne? Die Autos, jeder zweite sagt, die Autos wirken live einfach komplett anders. Mir geht's ja genauso. Ich sehe deine Autos hier und denke mir so, ja, das Video ist schon geil, aber wenn das Ding halt wirklich mal dann live vor dir steht und du wirklich sogar noch hören kannst, zum Beispiel beim Abarth hier an der Rennstrecke, das kannst du nicht vergleichen. Und das kannst du halt hier ermöglichen. Ne? Du kannst ja keinen zu dir nach Hause holen und sagen, komm in meine Garage, hier ist mein Auto. Hier kommen sie an den Stand und sehen alles. Bist du alle 10 Tage voll hier? Ja, ich bin immer hier. Ich denke mal, das Video wird bis dahin auf jeden Fall online sein. Könnt ihr auf jeden Fall Halle 5 bei Marvin weiter. Danke, Alter. Dafür. Wir sehen uns, ne? Später. Ich glaube, wir stehen jetzt hier auf jeden Fall vor dem schnellsten Auto der Messe. Also falsch. Erstmal geil, Late Night. Wisst ihr selber, ich war schon immer ein Fan von Veranstaltungen. Gerade auf dem Lausitzring, bei Nacht, Drag Race, ultra geil. Die Jungs sind tatsächlich hier, haben den Stand gemacht, haben natürlich auch gleich die passenden Autos mit. Das heißt, wir haben hier das Originalauto von Klaassen, wo Miami die 400 mitgefahren ist. 92, 400! Yeah! Huracan Performante V-Turbo. Dahinter haben wir von HST den TT, den haben wir schon mal vorgestellt. Mittlerweile fährt das Auto, ist eine 7-1 gefahren auf der Viertelmeile. Und dahinter ist noch der LMS, der Audi von Steve. So, aber ich feiere ja immer diese gefrästen Felgen. Ich finde das einfach Wahnsinn, man steht so vor und würde halt niemals denken, dass das Ding einfach so wirklich so aus dem Ärmel geschüttelt diese 400 gefahren ist. Weil 400 sind einfach 400. Es wird in der Halle, in der Oldtimer-Halle bei Sia, also mit Sicherheit auch einen originalen Veyron, Bugatti, wie auch immer geben, der auch halt 400 fährt. Aber das Ding war ja auf 400, ich glaube irgendwie in 28 Sekunden oder 26 Sekunden. Hier waren wir ja in Österreich, haben uns das Auto angeguckt. Schifft da sein Vater? Gehört allerdings halt einfach zum Getriebe dazu, dieser Shifter. Ihr seht diese Gasse da in der Mitte.
dieser Hebel fällt von oben runter und so schaltet man einfach die Gänge. Also man zieht wirklich nur vor und zurück und der geht automatisch in die Gassen rein und so schaltet man die Gänge durch. So, und hier seht ihr auch gefrästen Motorblock. Könnte sogar sein, dass es der einzige von dieser Messe ist, der hier wirklich einen gefrästen Block hat. Also wir wollten ja nichts klauen auf der Messe, aber wir müssen mal kurz los hier. Schaffst du den Nico ja, ne? Klar. Nee, F-Tech, die Jungs, die fräsen hier die ganzen Sachen. Junge, Alter, was das für eine Einspritzgalerie ist. Hallo. Früher habe ich immer Ärger bekommen, weil wenn ich diese gefrästen Sachen angefasst habe, hat man sofort immer Abdrücke drauf. Aber hier ist tatsächlich, sieht man an dem Glanz, hier ist Klarlack drauf. Hier ist Klarlack drauf, da kann man die Sachen auch mal anfingern. Brauchst du gar nicht verstecken. So, haben wir auch Verantwortlichen hier. Herzlich willkommen. Ich habe gerade schon gesagt, erstmal Glückwunsch, dass ihr auf der Messe hier vertreten seid. Ja, freuen uns das. Finde ich cool. Ich bin ja eh schon immer ein Fan von eurer Veranstaltung gewesen. Und jetzt diese Szene auch noch so ein bisschen auf die Messe zu bringen, glaube ich, ist einfach die richtige Richtung, wenn die Essen Motorshow weiterhin das bleiben soll. Ja, das soll, ne? Aber wie ist es? Auf der Messe? Hm? Anstrengend. Wild, ne? Das haben wir wirklich schon unterschätzt. Also, gut ab. Ich meine, ihr seid es ja gewohnt. Lausitzring sind ja auch mittlerweile, wie viele Zuschauer habt ihr da immer so über das Wochenende? 15. So, und aber trotzdem, was hier halt hier in den Hallen samstags davor geht, und es ist jedes Jahr das Gleiche, das Wetter ist immer so scheiße. Das ist immer, es fängt gerade draußen an zu schneien und davon lebt aber, glaube ich, auch diese Essen Motorshow, weil dann die Leute gerne hier reinkommen in die warmen Hallen und einfach in den Hallen bleiben. Das ist richtig. Aber sonst eher bisher alles happy, alles gut. Macht Spaß. Die ist aber sehr anstrengend. Also so bis gestern waren wir körperlich, wir haben das echt schon geschätzt. Also so, allein kann ich auch hier stehen, ja. Ne, wobei man denkt, jetzt hier einfach mal 8 Stunden hier stehen. Aber das ist echt. Ja. 8 Stunden reden, 8 Stunden quatschen. Geil. Das ist so, was macht der Audi? Der wird jetzt umgebaut auf Schaltgetriebe und mir wird es keine Umbaumaßnahmen geben. Sonst läuft alles perfekt. Aber schon irgendwas dockmäßig, sequenziellmäßig? Ganz selber eins aus Billes. Also wir, na, F-Deck halt, wir fräsen die Getriebehälften, weil das ja beim 02M und 02Q hauptsächlich das Problem ist. Ich hab schon gesagt, ich darf die Sachen endlich anfassen, weil ja, endlich klar da drauf ist, sonst gab es immer gleich Ärger. Ich weiß auch, eine Grip-Dreh mit Wimi, da war gerade der erste Ventiler genau. Ja. Und er ist wirklich hinterher gelaufen, jeder, der angefasst hat, sofort gewischt. Aber jedes Wischen macht es halt einfach schlechter. Ne? Ja, richtig. Sieht man hier, ne? Das wird dann mit der Zeit dann so stumpf. Ja. Deswegen eigentlich eine coole Sache, funktioniert wunderbar. Okay, sorry, ich hab dich unterbrochen. Ihr wollt eigentlich das Getriebe fräsen? Genau. Weil das ja meistens das Problem ist, mhm. Dass die Hälften auseinander driften und dann halt die Zahnräder nur richtig übereinander stehen, sondern dann irgendwann. Weil DSG jetzt Abstimmung oder hält einfach nicht? Oder nee, also das Problem? Das Getriebe an für sich ist geil, funktioniert auch mit Abstimmung perfekt, hält auch, aber Kupplung ist bei uns das Problem. Mhm. Na, die irgendwo bei 1200 PS fängt an mit Rutschen. Steffen Wappler hat ja jetzt da noch eine Scheibe mehr, das funktioniert ganz gut, ist aber nicht mehr so straßentauglich. Wird sicherlich irgendwann in der Zukunft dann auch wieder funktionieren, aber aktuell halt noch nicht ganz so. Und wir fahren ja auf der Straße und deswegen brauchen wir ein Getriebe, was die Leistung ab kann, also die volle Leistung, und was aber auch vom Scheiß her funktioniert. Ich denke mal auf jeden Fall das wildeste Straßenauto von der Messe hier. Ja, vielleicht. Ja, geil, okay. Also wieder zurück auf Schaltgetriebe. Ja. Ich glaube auch, dass es vom Emotionslevel her geiler wieder so ist, am Hebel ziehen, schnallen und so weiter. Ne? Ja. Ich würde sagen, wenn da ein Schaltgetriebe drin ist, müssen wir das Auto auf jeden Fall in Ruhe nochmal vorstellen, weil da sind 1 Million Punkte, die wir jetzt durchgehen müssten. Das machen wir lieber in Ruhe einmal, würde ich vorschlagen. Ja, weiterhin viel Erfolg. Bitte schön, daran arbeiten. Also, wir sind jetzt in der Ex-Drifthalle. Jeder, der gleich um die Ecke guckt, wird denken, oh, was macht hier der Autoscooter? Gibt es tatsächlich eine Autoscooterbahn und eine Mario Kart-Bahn, wo man Battle Kart fahren kann? Drifter gibt es dieses Jahr leider nicht mehr. Aber so kann man immer ein bisschen Spaß haben und auch diese dunkle Atmosphäre, die macht es halt schon irgendwie cool. So, Länder, wir sind Werkzeug. Georg, glaube ich, seid eh und hier auf der S-Motorshow, solange ich nachdenken kann. Wir gehen mal einmal gucken, ob er irgendwas Neues hat. Weil ich weiß, er hat was Witziges gebaut. Achso, und falls wir das nächste Mal auf der Messe ein Getriebe wechseln müssen, ne, dann können wir hier wenigstens direkt vor Ort die Hebel ansetzen. Hallo! Ich hab schon gesagt, ich wollte das Urgestein der Essen Motorshow mal besuchen hier. Ja, das ist so. Und mir wurde gesagt, du hast was Neues gebaut. Ja. Was für uns cool ist. Ja, wir haben mehrere Sachen gebaut neu dieses Jahr. Erstmal Essen Motorshow dieses Jahr ist cool, passt ja nicht. Ja, super, ne? Also wir wieder ordentlich vergrößert. Ja, ne? Versucht ein bisschen größer zu werden, ein bisschen seriöser, ein bisschen entspannter, das ist einfach seriöser. Sauber. Ja, sonst hat man natürlich mit vielen Fahnen, so wie das jeder mal angefangen hat. Jetzt machst du einfach mal, wie bei euch auch, große Namen, große Plakate etc., das einfach ein bisschen besser aussieht. Aber passt. Zufrieden, super gut, alles gut. War doch
bis jetzt gestern, vorgestern haben wir uns ja hier den berühmten Popo aufgerissen. Ne? Ja. Das ist ja, wir sind froh, dass wir wieder ohne Maske arbeiten können. Ne? Dass das alles wieder fast zu geregelten Bahnen oder in geregelte Bahnen läuft. Ne? Macht ihr hier auch Messepreise? Ja, klar. Also wenn ihr ein bisschen Werkzeug braucht, seid ihr richtig. Aber ich hau noch nicht ab, weil ich will es noch sehen. Wir sollen das geben, was ich sehen muss. Ja, das hat jetzt weniger mit Werkzeug zu tun. Wir haben zwar in einen Werkzeugwagen reingebaut. Wo ist es? Da, wo natürlich am meisten auch Anrang ist. Also, eigentlich ein ganz normaler Werkstattwagen. Den haben wir zum Bierwagen umgebaut. Ne, die meisten denken wir nur, ach, da ist nur eine Zapfsäule aus Spaß dran. Ist aber leider nicht der Fall. Geil. Ne, weil, wenn du mal hier guckst. Ah, so Gläser und so auch, alles volles Programm. Das heißt, wir haben dann einfach von meinem Holzmann, ne, habe ich mir das schön CNC fräsen lassen, ne, mit Teppich drauf und dann liegt das schön drin. Da können die Gläser entsprechend drin liegen. Wenn wir hier vorne mal gucken. Ach, da ist das denn, jetzt habe ich es verstanden. Ja? Okay, geil. Das heißt, wir haben wirklich einen nagelneuen Wagen genommen und haben ihn einfach zerflext. Mhm. Und dann angefangen, drin rumzuschweißen, Halterung zu bauen, ne, dass das auch alles funktioniert. Das große Problem ist hierbei, das steht jetzt hier anderthalb Wochen auf der Messe, bei 25 Grad in Halle. Wir müssen das in einem Durchlauf auf 4 Grad runterkriegen. Das hast du in keiner Disco, in keiner Kneipe, nirgendwo. Dafür sind normale Kühlungen nicht ausgelegt. Da ist das fast normalerweise kälter schon, also genau, viel weniger runter. Genau, ja. Da haben wir von so einem Delta, was weiß ich, von 10, 11, 12 Grad, und so eine Kühlung muss nur 6, 7 Grad runterkühlen. Hier müssen wir über 20 Grad Temperaturunterschied in einem Durchlauf hinkriegen. Das heißt, wir haben uns dann extra einen Trockenkühler anfertigen lassen. Der hat 9 Meter Leitung drin, der das in einer Kühlung oder in einem Durchlauf auf 4 Grad kriegt. Ach krass. Dieser extra Kühler, der angefertigt wird, wiegt 50 Kilo. Das heißt, wenn ich da jetzt zapfe, kommt es hier mit 25 Grad raus, genau. Das geht wirklich so schnell dadurch in das Kalt. Genau. Ne? Wir reden jetzt auch hier, wenn ich jetzt ein Bier nach dem nächsten zapfe, ja, hat das immer, schon so ein bisschen. Immer. Und geil. Das war halt die große Problematik, weil das ist ja wie ein Wärmetauscher. Ja, ja. Da mussten wir Zuluftleitungen bauen, Abluftleitungen bauen, weil da richtig auch Hitzeentwicklung ist. Ne? Das ist schon richtig mit ein bisschen Gehirnschmalz drin, weil das funktioniert immer eben so. Ja, ja. Na, dann haben wir das natürlich auch mit Schnellverschlüssen gemacht, dass wenn man das demontiert, dass die ganze Suppe nicht rausläuft, dass man das spülen kann. Ne? Braucht das Ding 230 Volt? Ja, finde ich gut. Einfach nur eine ganz normale. Okay. Wir haben sogar hier in der Bühne angesteckt einfach. Ja. Ne, dann beleuchtet ein bisschen. Also wenn ich in meinem Leben noch mal irgendwann mal zum Karneval wieder fahre, zum Straßenkarneval, ne, dann werde ich mir den auf jeden Fall ausleihen. Dann ziehen wir dazu einfach nur noch einen Blaumann an. Und dann kannst du schön einfach als Schrauber gehen und kannst dabei arbeiten. Du siehst halt von außen nichts. Ne? Ganz schlicht gelassen wie ein Werkstattwagen. Okay. Und dann läuft das einfach aus. So, das Bier trinken wir nachher. Danke, Georg, für die Führung. Sehr gerne. Vielen Dank, Philipp. Bis die Tage. So, hier haben wir was. Es gibt so ein paar Sachen in der Limo, die ich unbedingt noch in geil bauen will. Und das ist genau dieses Teil, wo ich hier gerade sehe. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und zwar ein sogenannter Zentralausrücker. Ganz viele Autos haben serienmäßig. Das heißt einfach, dass in der Mitte vom Getriebe um die Eingangswelle rum ein Ausrücker sitzt, was ein Ring, der sich nach vorne schiebt und die Kupplung trennt. Das heißt, man tritt genau in der Mitte auf die Kupplung, wie es sein soll. Bei Limo ist es zum Beispiel so, da hat man einen Hebel. Auf diesem Hebel sitzt ein Ausrücklager und der wird von außen so betätigt. Das heißt, man hat so ein bisschen Hebelverhältnis drin, drückt automatisch so ein bisschen auf die Seite und so weiter. Das alles umgeht man mit so einem Zentralausrücker. Das gibt es für mein Getriebe eigentlich nicht, aber da sind wir gerade bei, das passend zu machen. Da könnt ihr euch auch noch versuchen. Aber witzig, dass man das genau hier so sieht. Hallo. Ich grüße euch. Ah, jetzt haben wir dich, wa? Ja. Stürmer? Nee. Nein. Sehr gut. Ihr nie. Erzähl mal, zufrieden? Ja, brutal. Nein, jetzt mal ehrlich, du merkst das extrem. Irgendwas, also große, ich sag mal, großer Punkt wird sein, dass die Messe später angefangen hat als die letzten Jahre. Dass so ein extremer Zulauf ist, weil natürlich auch klar, ne, Monatsanfang, alle haben mehr Geld. Aber alleine heute für einen Montag kann mir keiner erzählen, dass es jemals, also ich bin seit 10 Jahren dabei bei H&R und ich sage, nie, es gab nicht einen Montag, der so voll war wie heute. Und du? Ja, doch, es war schon montags, ist ja der erste Tag. Man weiß in Schulklassen. Wo es ein bisschen leerer ist, aber die Leute, die nicht bereit waren, das mehr Geld für den Flügel-Day auszugeben. Wir haben montags meistens immer viele Schulklassen und Berufsschulen gehabt. Ja, die sehe ich bisher nicht. Die sehe ich nämlich auch nicht. Und es wirklich, viele Leute kommen extrem interessiert, wollen kaufen. Ja, erzähl mal, was geht hier so? Ja. Ich sehe Mercedes. Ja, wir haben einen sehr, sehr seltenen und raren Mercedes Black Series. AMG GT R Black Series hier. Und zwar ist das die P1 Edition.
dieses Auto, nein, viele fragen immer, das ist lackiert. Also wirklich lackiert. Dieses Auto gab es nur sehr, sehr limitiert und zwar nur dann, wenn man die Chance hatte, einen AMG One zu bestellen, also das Ding für 2-3 Millionen, dann hatte der AMG One Kunde die Möglichkeit, diese P1 Edition dazu, extra dazu zu bestellen. Jetzt gab es, ich hoffe, ich liege nicht falsch, 275 AMG One. Es wurden aber nur von diesen 275 AMG One Besitzern nur 184 P1 Edition Black Series bestellt. Also gibt es nur 184 Stück davon. Es gibt keinen Preis dafür, nicht ein Auto steht im Netz und keiner wird aktuell irgendwo zum Verkauf angeboten, darf auch nicht, weil dann sofort Verkaufssperre, Strafe, Mercedes, das volle Programm. Ihr habt jetzt hier, wir haben uns am Anfang des Videos schon drüber unterhalten, wie das so ist mit Autos anfassen, Absperrung und so. Ja, brutal. Ihr habt jetzt Aufkleber drauf und Absperrung. Extra und trotzdem halten. Ich bin mir nicht sicher, ob das sich gerade so animiert. Ja, leider ja. Etwas ist verboten, ich muss es machen. Also extrem. Wir beobachten das ja und teilweise, ich meine, das ist natürlich nicht unsere Art, aber mussten wir schon Kunden wirklich anschreien, dass sie die Hände verkaufen. Das ist echt übel. Meine Lieblingspassage von dem Auto ist die Motorhaube. Ja. Ich finde die Motorhaube mit diesen Lufteinlässen ist recht abermälzig. Hier, der hat sogar das Schwert, was du rausziehen kannst. Wissen Sie das? Nee. Mit einem Klick, das ist richtig geil gelöst. Du kannst die Streben abnehmen. Und dann klickst du dieses Schwert einfach wieder rein. Krass. Ja. Also wir haben das Auto mit eingefahrenem Schwert hergebracht, auf dem Stand, klack, ziehst es raus, machst die Streben rein, fertig. Also dauert genau 5 oder 10 Sekunden am Track, dann hast du noch mehr Downforce auf der Vorderachse. Und soll auch richtig was bringen. So, jetzt gehen wir mal Golf gucken, ne? Ja, jetzt sehen wir nämlich noch einen Golf 3, der steht auch hier. Neben deinem. So, wann geht's in der Wüste hier? Sei ehrlich. Geil oder geil? Also man sieht es halt so nie. Nee. Ich bin voll Fan. Was mich an dem Auto auf jeden Fall reizt, ist natürlich die Farbe. Ja. Weil ich finde gerade dadurch, dass alles schwarz ist und dann so hoch ist, ist das glaube ich was anderes. Also wenn das Auto jetzt hier in weiß oder in beige oder wie auch immer stehen würde, würde ich es auch nicht so geil finden wie in dem Schwarz. Mhm. Also ich finde das Schwarz passt so zu dem Auto. Ja. Aber die bauen die oder wie? Nein. Kai ist quasi die federführende Hand für dieses Projekt, ist auch sein Auto. Vor 3 Jahren kam der mal auf uns zu, ja, ich habe da eine verrückte Idee, ich will so einen Safari-Porsche bauen. Ja, Kai, alles klar. Nee, ich will es wirklich machen. Dann hat er sich aus Japan so ein G-Modell besorgt, ohne Rost, ohne gar nicht, das Ding radikal umgebaut. Radläufe, alles angepasst, Achsen angepasst, kurzes Getriebe hin und her. Ist ja viel breiter, ne? Alles ist also wirklich, ganze Seitenwand, Achsen, alles ist höher gesetzt, verbreitert, vergrößert. Ja, und dann haben wir das Fahrwerk dazu geliefert. Wir haben alleine nur durch die Räder schon eine Höherlegung von 70 mm plus Fahrwerk. Also wir reden hier von 90 bis 100 mm Höherlegung. Und der ist wirklich mit dem Auto am Springen. Also ich kann dir gerne Videomaterial schicken, was du einblenden kannst. Völlig gestört. Der hebt mit dem Auto richtig ab. Ach, deswegen auch Radläufe anpassen, weil wenn das Rad hier 70 mm größer ist, ne? Beziehungsweise wenn du hier 70 hast, hast du hier 140, also 70 auf jeder Seite. Ja. Das würde wahrscheinlich hier gar nicht passen. Nee, unmöglich. Das heißt, der ganze Radlauf ist auch... Ja, viel... Also extrem vergrößert und erweitert. Und der springt mit dem Ding richtig. Also gibt es ein so ein Video, da springt er in irgendeinem Rallye-Offroad-Park über so eine Kuppe und das Ding voll am Fliegen. Ah, das heißt, weil er sieht noch so gut aus, als ich würde jetzt denken, der gar nicht mit. Ja doch, der fährt Düsseldorf zum Kaffee trinken damit und fährt auch auf irgendwelchen Schotterstrecken und ist damit am Knallen. Wie ist der Kilometerstand? Ja. Warte, komm mal gucken. 3800 irgendwas nach Bau. Also nach dem Bau ist er 3800 Kilometer schon gefahren. Fährt doch hammer damit über eine Kühe oder so, ne? Und Leichtbaumacke auch. Guck mal hinten noch mit den Sitzen und so. Schon gut gemacht. Vorhin hier sogar mit Fly-Off-Handbremse, ne? Das ist sogar richtig. Er nimmt das Ding auch hart ran. Und was hat euch hier bei dem hier? ID Bus. Ja. Gerade für dich Busliebhaber, ne? Voll Elektro. Wir haben den mal eben um 70 mm mit dem Gewindefahrwerk tiefer gelegt. Haben von MSW OZ 21 Zoll Räder drauf. Der Original so riesen Räder, der ID Bus? Original waren drauf 19 oder 20, aber schon mit richtig dicken Gummi. Weil ist ja ein riesen Rad, wenn man sieht. Ne? 21 Zoll sieht sogar normal aus, kann sogar 22 Zoll fahren. Weil normalerweise ist Elektro ja immer eher schmal und groß. Ne? Aber die Serienräder sind auch wirklich groß und breit. Und wir haben den T6.1 daneben gestellt, auf dem Hof, weil ich dachte, das wäre ein kleines Auto, aber die sind fast gleich groß. Rein optisch, wie findest du das Auto? Die einzige Modern.
Also, ja, schon irgendwie ehrlich gesagt cooler als T7. Ah, das definitiv. Ja. Ich will jetzt nichts Falsches sagen hier, aber ich finde schon. Ja. Ich finde schon. Schön. Dann, nee, also, sie sind ja beide neu, aber der sieht dann irgendwie in neu moderner cool aus. Weißt du, was das perfekte Auto gewesen wäre? Der mit Verbrennertechnik. Mhm. Ja, ja, klar. Aber das ist halt so dieses, ja, ja, dieses Konzept. Ja. Klar, von vorne sieht es natürlich einfach durch diese geschlossene Front, sieht es natürlich einfach neu, modern, spacig aus. Ne? Genau. Ich hätte am liebsten für die Messe noch diesen Bereich hier komplett in schwarz foliert. Nee. Ah, doch, es gab ein paar Photoshop-Bilder, das sah schon richtig gut aus. Weil das, musst du sehen. Weil es ist dann so ein bisschen so. Ja, ja, böse. Wie nochmal? Als wenn du so im Mund fliegst. Weiß nicht, ob das cool ist. Doch, Photoshop ist geil. Zeig dem Bild. Aber hat sich halt VW auch wieder gedacht, wir bauen mal das kleine VW-Zeichen vor. Ja, genau. Ich vermute, da ist irgendeine Sensortechnik hinter. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe eher damit gerechnet, dass so ein VW-Zeichen wieder kommt, aber... Ja, nein, da wird garantiert irgendwas... Ja. Wobei andererseits... Ja, das haben die unten. Wie viel Sensor willst du noch irgendwo hinmachen? Ja. Ah, egal, komm, wir gehen mal weiter. Ja. Thomas Love, Tick Performance, wir waren ja bei ihm. Mhm. Er ist richtig durch. Auto ist brutal hübsch. Er ist wirklich allein die Namen, die er sich für diese Autos immer überlegt. Ne? Das ja, ist sein, ich kann es gar nicht aussprechen, das ist sein Black Zorzist. Weil, siehst du den Aufkleber auf der Haube? Danach, er ist der Meinung, durch die Augen von dem Typen, das sind die Scheinwerfer so ein bisschen so. Und dadurch, dass das Auto so schwarz ist, nur deswegen ist sein Black Zorzist. Der hat ganz wilde Namen. Ja, und dann einen Heckflügel drauf, wie der P1 bei uns. Der hat den ja in der Mitte nochmal hochgeklappt. Ja, klar. Das ist Design Aerodynamik-Kit. Der so, Flügel, ne? Auch, oder? So, aber jetzt überleg mal, du fährst irgendwo rum und siehst halt so das Auto hinter dir. Ja, Ende. So, also da finde ich, das hat Mercedes mit dem Auto hinbekommen. Es gibt kein Auto, was von vorne krasser irgendwie, also fieser aussieht. Ne? So dieses Batmobile-Image mit diesem tiefliegenden großen Kühlergrill ist für mich auch immer was anderes als jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Lambo oder Ferrari oder Porsche. Das geht halt nur so. Ne? Auto ist wirklich mega. Und der ballert so viel mit den Kisten, dass es sogar dauerhaft sein Kamerasystem ist. Ne? Der wirklich mit den Kisten Rennstrecke ballert. Also die sind wirklich für die Rennstrecke gebaut. Mit Bremsbelüftung, volles Programm, Aerodynamikpaket. Scheiben finde ich auch geil. Fand ich auch schön. Auto sieht wirklich brutal aus. Wunder, das mit dem Heckflügel habe ich gar nicht gesehen. Ja, vor allem auch doppelt. Ja, ja. Ja, aber dass er den nach oben auch noch mittig hochklappen kann. Ja, soll man den Golf mal anschmeißen? Ja. Drei, oder? Ja, haben wir gestern gemacht. Kann sofort auch nochmal klingen. Ich würde es gerne mal hören. Ehrlich? Finde ich halt auch. Von dem halbe Million Euro GTR in Uni Schwarz. Ja. Jetzt hier zu Oma. Oma. Wir haben das Auto echt mittlerweile richtig ins Herz geschlossen. So, darf Marius, ich mal ganz kurz was sagen? Marius, Juni und ich wirklich so, weiß ich nicht. Ich habe so gestern, mit dem Auto gemacht. Sind wir abends hier lang gelaufen und dann ist mir mal die Sitzposition aufgefallen von den Sitzen und habe gefragt, ob er wirklich die 300 und mit der Sitzposition gefahren hat. Ey, 317. Da sagt er ganz trocken. Ja, klar. Ja, sicher. Wie soll ich sonst da drin sitzen? Ja, keine Ahnung, gerade oder irgendwie. Für, muss ich noch Gas geben. Ich muss nur ans Pedal unten rankommen, ja, wollen nicht. Und ich brauche einen Winkel zum Schalten. Bei dem Auto ist eher wichtiger, dass ich Druck im Arm zum Schalten habe. Okay. Ja, krass. Sieht sogar einigermaßen passend aus mit dem Diffusor, ne? Ja, wenn das jetzt noch schwarz wäre, dann haben wir leider nicht mehr geschafft. Wir wollten hier noch schwarz pulvern. Ja. Aber nicht mehr geschafft. Das hat echt viel gebracht, ne? Ja, vorhin hast du mal runtergeguckt? Ja, ist zu. Ja, es sieht aus wie. Ja, ist zu. Sieht aus wie. Ja. Ja, vor allem, da guckt einfach das Auspuff vor so raus. Ja, geil. Ja. Mega. Oma. Nee, haben wir wirklich. Die Omi. Das letzte Mal, dieser Sprung von 300 auf die 317 ist halt auch, das sind zwei verschiedene Ligen an Autos eigentlich so. Ne? Mhm. Und das mit so einem Ding. Mit so einem Ding ist schon cool. Ja, Auto steht übrigens bei Bilas, weil Selims Golf 3 steht auch da und die ja relativ viel in Sachen Nocken wollen und generell Motor und so weiter, die den gemacht haben, deswegen haben wir gesagt, wir würden es cool finden, wenn der 3 einfach hier steht. Ich habe so ein Bild übrigens gemacht, wo beide so drauf zu sehen sind. So diese Arschpartien von beiden, fand ich ganz geil. Da haben wir auch gleich den richtigen. Vielen, vielen Dank nochmal, dass das Auto hier stehen hat. Danke auch. Hallo. Wie ist die Messe bisher? Gut, schön. Viel los. Ihr seid ja auch, wir haben Sauerländer, der ist schon lange da. Aber ihr seid doch mindestens genauso lange auch hier. Ne? Wie lange seid ihr schon auf der ersten Motorshow? 20 Jahre. Ja, das ja, muss sogar länger sein. Also ja. ihr seid ja eh auch schon so lange da. Mhm. Aber 20 Jahre. Aber gut,
schlecht? Gut, nee, zufrieden, sehr. Ja. Also besonders das Wochenende war verrückt. Gut besucht. Also es gab in den 20 Jahren auch schon Zeit, wo weniger los war auf jeden Fall. Ja, viel weniger. Ne? Ja, und besonders heute auch, jetzt unter der Woche so viel Publikum, montags. Seid ihr durchgehend hier? Ich bin durchgängig. Aber dann werden 10 Tage auch... Ja, ein bisschen lang. Geil. Und ihr habt halt auch hammerhart noch Produkte ausgestellt, ne? Das ist ja ganz wenig Tuning in Anführungsstrichen hier geworden. Man sieht noch ein bisschen Felgen, Fahrwerk und so weiter, ne? Aber hier wird die Flagge noch hochgehalten. Ja, wir versuchen ein bisschen was von allem zu zeigen. Alles geht natürlich nicht. Sind auch, wenn man jetzt hier so durchguckt, sind das auch schon mittlerweile echt viele Produkte, die ihr so gemacht habt über die Zeit, ne? Ja, ja, sehr viele. Weil das sind ja alles eigene Gussformen. Also das ist nicht mal eben alles so irgendwie so aus dem Katalog bestellt, umgelabelt und verkauft. Alles individuell. Also die Torsenteile sind universell, aber die Ansaugbrücken halt immer zum Motor. Ja. Ich finde immer, wenn man diese Vitrinen sieht, dann kriege ich immer so Bock, mir einfach irgendein Auto zu kaufen. Hauptsache, ich kann diese Teile kaufen und einbauen. Schön. Ehrlich. Ja, das, das. Ja, das ist doch das, hier IS, ne? Ist doch IS, das oder? Das ist IS, genau. Ja, meine das ist wie bei dir auf dem Auto, oder? Ja. Auf dem BMW? Ja. Was ist euer Dauerläuferprodukt so über Jahre, wo du sagen würdest, das ist, also klar, Nockenwellen natürlich, aber das sind etliche verschiedene, aber so eine also einzelne Sache? Tatsächlich, die Einzeldrosseln gehen gut, besonders die für ein Opel 16V 2 Liter und die 6-Zylinder BMW auch. Opel ist für mich immer wieder ein Phänomen, weil bei uns in Hannover gibt es kein Opel. Bei uns auch nicht, aber ich will einen holen. So, nee, wirklich, also die Chance bei uns mal getunten Opel zu sehen ist... Bei uns war letztens einer. Bei uns war letztens einer, ein Saphira. Ein Opel Saphira mit einem Debilas Motor, habe ich gesehen. Können wir nicht bitte als Projekt einen Kadett E GSI 16V finden? Ja, den musst du erstmal finden. Ja, aber lass uns mal sowas bauen. Ich behaupte, die sind alle out of order. Ich will noch nicht so ein Kadett bauen. Ja, schwer zu finden. Oh ja. Zentrale? Ja. Kadett. Irgendwann. Wir beide. Wir bauen Opel. Wollte ich eigentlich lange schon mal vorstellen, habe ich bisher nicht. Das müssen wir jetzt auspiepsen. Ja, okay, nee. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber. Nee, warte mal, einmal müssen wir das Ding jetzt zeigen. Echt noch so diese Opel-Szene gibt, die so ein OPC so krass umbauen, Alter. Vor allem. Ja, vor allem, das war kein OPC. Hat er echt Carbon-Felgen drauf? Ja. Oder ist es laminiert? Das Horn ist Carbon. Echt Carbon oder hat nur einer drüber laminiert? Die Felgen haben 12.000 Euro gekostet. Das ist ja eine Dame, die wurden extra für das Auto gebaut, hat sie mir erzählt. Also ich habe die Rechnung nicht gesehen, aber die Dame, die das fährt, die... Ja. Also jemand, der auch das alles in Carbon macht, weil ich vermute mal, das wird es original nicht geben beim OPC. Nee, das ist auch kein OPC, gell? Das ist ein 1,6er Sauger gewesen. Die hat halt immer aufgerüstet. Was, 12.000 Euro für Räder? Also das kommt hin. Ich weiß, MB Design, die machen auch mit Carbonröhren. Das ist so teuer. Aber halt auf dem Auto. Das war ein 1,6er und jetzt auch Umbau auf 2 Liter Turbo. Nein, das ist ein 1,6er Sauger umgebaut auf Turbo. Es ist auch kein anderer Motor reingekommen, sondern der Motor wurde umgebaut. Habt ihr den umgebaut oder wo? Wir haben den umgebaut. Ja, aber auch so irgendwie detailverliebt und sauber irgendwie alles, ne? Ja, vor allem. Ja, und die Dame, die ist. Die schraubt selber auch oder wie ist die das? Die schraubt selber auch. Hier, zum Thema detailverliebt. Beistab, Lederüberzug. Carbon, auch noch Leder. Geil. Wahnsinn. Ja. Die fährt aber auch mit dem Auto? Wie? Was? Ich hätte auch gedacht, das hält gar nicht drauf. Ventildecke. Verrückt. Los, Helm, dein Dreier, erzähl mal hier. Ja, Golf 3. Der große Bruder zur Oma. Ja, nee, krass. Der kleine. Ja, aber krass, wie das Auto mit 18 Zoll statt 17 Zoll sieht gleich viel tuningmäßig aus, finde ich. Ja, das stimmt. Ja, eigentlich der Grund, ich habe ja vor vielen, vielen Jahren, 2009, mal einen V6 Highline gehabt, einen 3 Liter Oettinger, Viertürer. Das war ja so mein Auto damals. Dann habe ich den ja verkauft, weil ich 2012 einen R32 haben wollte und habe dem 3 immer hinterher getraut. Versucht den 3er zurückzukaufen, leider verunfallt und habe immer gesucht, irgendwann einen 3-Türer gefunden mit auch noch besserer Ausstattung und alles. Ja, und den dann halt angefangen mal umzubauen vor 5,5 Jahren. So lange habe ich den schon, habe den aber halt nie gezeigt. Karosseriebauer, Lack, tralala und dann jetzt halt auch Motor mit Debilas zusammen, mit Einzeldrossel und wie du das sagst, damals war es 18 Zoll auf dem Golf, war irgendwie immer viel zu groß, das passte gar nicht.
Ja, und dann halt mal ein bisschen rumprobiert und gemerkt, ey, irgendwie ist das doch ganz cool. Und dann halt die 18er Le Mans draufgeschmissen. Ja, und mir gefällt es eigentlich ganz gut. Aber hast du den für die Messe noch mal wieder flacher gelegt? Nein, echt nicht. Steht genauso wie auf dem PS. Ich werde auf jeden Fall nochmal einen Zollstock holen und werde mal messen, wie viel das Auto jetzt flacher ist. Also wie viel einfach das größere Rad macht und wie viel das Auto wirklich am Ende tiefer ist. Ne? Ja. Weil wenn man so rüber guckt, sind es halt dann Welten. Ja, du hast aber auch die dicke Lippe drunter, ne? Ich habe die schmale drunter. Mhm. Das täuscht auch optisch nochmal extrem. Okay, also originaler V6. Also ist ein 97er V6 Highline. Highline weiß ja selber, unterscheidet sich ja mit voll lackierten Stoßstangen und alles innen drin schwarz Leder, schwarze ABC-Säulen. Das war so die beste Ausstattung damals. Und ist wirklich super geil ausgestattet, das Auto, mit Klimatronik und all so einem Zeug und elektrischem Schiebedach, was ja auch damals sehr selten war. Eigentlich waren die Highlines mit so einer Ausstattung hatten meistens Automatik. Der Typ damals war aber relativ schlau, hat die Automatik abgewählt und eine Schalter reingemacht. Ja, dann habe ich ihn halt immer weitergemacht. Und jetzt ist er fertig. Jetzt habe ich quasi so mein Jugendauto wieder, nur halt mit zwei Türen weniger. Ja, und bin echt glücklich drüber. Die sind auch nachträglich nochmal einmal wieder gemacht, die Felgen, ne? Ja, das war, bin ich ganz ehrlich, also kein Hate an BBS. Ihr wisst, ich liebe BBS-Räder. Aber ich habe die halt nagelneu bei BBS, über BBS bezogen. Und die haben die Außenbetten, ich glaube, das nennt sich kugelpoliert oder so. Das ist halt nicht so glänzend. Ja, dann habe ich die nagelneuen Räder genommen, habe die zu Michael Kort gegeben, Kartech. Der hat die nochmal die nagelneuen Räder zerlegt, die Betten komplett dann auf Hochglanz poliert, wieder zusammengebaut, Reifen drauf. Aber so mit Stern außen sind die original? Das ist komplett original. Ich habe, wie gesagt, nur die Betten Hochglanz polieren lassen, das war's. Geil. Nee, sieht gut aus. Danke. Ich kenne auch kaum eine bessere Felge für Golf 3. RS 301er. Findest du? Nee, will ich nicht. Aber ich bin ja... War ich echt ein Fan von. Da finde ich, ist das Auto zu neu für. Ja? Ja. Ah, 301 geht das auch. So, okay, aber eigentlich steht das Auto aus dem anderen Grund hier. Wir gehen mal gucken. Ja. Ja. Das war ja eigentlich früher immer so der Traum für ein VR. So, weil die VR waren ja schon immer dafür bekannt, dass sie so ein geiles Ansauggeräusch haben. Eh schon. Jetzt gibt es aber eine 6-fache Einzeldrossel. So, dass es noch krasser eigentlich klingen muss, ne? Ja. Erstmal einen großen Dank an Selim, dass er Geduld hatte mit uns, weil wir 3 Jahre gebraucht haben, bis das lief. Also vom Prototypenbau bis zum fertigen Produkt. Ja. Das ist alles individuell für diesen Motor entwickelt. Die Drosselklappenteile hatten wir auch noch gar nicht. Das Problem war, hier 6 Klappen nebeneinander zu bekommen, so dass man sie noch betätigen kann. Aus diesem Grund alles neu gemacht, Modelle, mehrfach 3D-Druck, bis alles gepasst hat. Und ja, Ventildeckel muss umgebaut werden, weil trotz der speziellen Teile wir nicht vorbeigekommen sind. Ja, das Volumen von der Box haben wir berechnet, dass, damit wir bis zu 300 Sauger PS fahren können damit, muss die so groß sein. Und ja, aus dem Grund haben wir halt den Ventildeckel von dem US-Modell genommen. Das heißt, Unterteil bleibt original? Genau. Das ist das erste Gussteil von euch? Richtig. Ihr habt da gegossen, das ist auch noch gegossen? Richtig. Boah, das sind ein paar Gussformen, die man erstmal braucht, ne? Genau. Und aber TÜV. Das war ja das große Problem. Das eine wäre das Bauen gewesen. Das zweite ist aber auch, das so zu bauen, dass das Auto den Abgastest besteht und die Bilas dafür dann ein Teilegutachten nachschiebt, dass man es legal eingetragen bekommt. Es gibt ja beim VR-Motor so 2 Lager. Einmal Turbo. Eigentlich immer, es eskaliert immer und ist immer illegal am Ende, ist einfach so. Oder als Sauger fahren, weil der VR als Sauger geil klingt, aber meistens halt leider langsam ist. Extrem langsam. Ja, ja. So, die Liga gibt es da so ungefähr. Aber das soll Abhilfe schaffen. Also damit soll das Ding richtig marschieren am Ende. Ja, also vom Sound her ist es der Hammer. Ja. Das Selim kann es bestätigen, das haben wir selbst nicht erwartet. Ist schon viel gefahren mit dem? Einmal. Ja. Und Ansprechverhalten ist. Ja. Wir kennen alle den Golf 3 VR6. Wenn du das Schwungrad nicht machst, keine Nockenwellen drauf hast, ist das ein träger Motor. Dieses typische, du gibst Gas, die Drehzahl geht langsam träge hoch und fällt langsam träge wieder ab. Auto wiederbekommen, ist ja auch eine Software drauf. Und da gibt es auch noch eine Upgrade-Möglichkeit, aber das kannst du gleich erzählen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe das Auto vom Anhänger runtergerollt und fahre nur hoch zur Halle. Und jetzt kennst du die normale Gaspedalstellung, wenn das Auto einfach nur losrollen soll. Du willst gar nicht schnell fahren.
Ja, jetzt das Problem ist, am Ansprechverhalten ist so extrem gewachsen, du tippst das Gas und das Auto versucht schon direkt loszumarschieren. Also du merkst, träge ist da gar nichts mehr. Und diese Drehzahlabfall, es ist wirklich, da dreht wie ein Motorrad schon, also schnell. Nicht wie ein Motorrad, aber sehr, sehr schnell. Und wenn man jetzt noch Nocken und Schwungrad machen würde, dann ist da halt komplett Feierabend. Wie ist eure Erfahrung? Was hat so ein Motor original an PS? Wenn ihr wirklich, also eigentlich soll ja 174 haben. Haben die aber nicht. Haben die alle gar nicht mehr. Hat gar keine. Haben die nicht. Ja, besonders wenn sie schon ein paar Kilometer auf dem Buckel haben, dann brauchen sie Steuerkette und so. Wenn die gelenkt ist, dann passen die Steuerzeiten nicht, dann verliert er natürlich an Leistung. Ja, so 165, 170 PS sollten sie eigentlich haben, die 2.8er. Ja. Haben die doch so viel? Ja, wenn alles frisch gemacht ist. Und angenommen, ist jetzt einfach so ein Motor, der hat irgendwie 150, 200 gelaufen, dann fällt das schon rapide ab. Ja, was haben wir dann so? Ja, dann haben wir nur noch 150. Echt? Ja. Das sind dann halt die Autos, die mit dem VR6 immer halt so langsam waren, ne? Weil 150 PS ist ja ein gut laufender 16V so ungefähr. Ne? Ja, genau. Wobei der 16V ja drehen will. Ja. Und was denkt ihr Leistungssteigerung, wenn man nur das Kit aufbaut? Also so 20 PS problemlos. Ja. Wir haben jetzt mal in die Zukunft gedacht und haben alles sehr groß dimensioniert. Das heißt, wenn man irgendwann mal auf der Rennstrecke ohne Luftmassenmesser fahren will, dann sind da bestimmt 30 PS drin, ohne die Nockenwellen zu verändern. Ja, und Nockenwellen mit Einzeldrossel ist natürlich keine Grenze gesetzt. Ja. Wir können ganz große Steuerzeiten und Hübe fahren. Ja. Das heißt aber wirklich, von der Theorie her, 300 PS in so einem VR-Sauger. Wollen wir schon schaffen, ja. Das war der Sinn der Sache eigentlich. Das heißt also, wenn wir jetzt hier noch Nockenwellen upgraden, Kopfbearbeitung machen, einen Krümmer drauf und halt offen fahren mit 6 offenen Tröten, was schätzt du realistisch, worüber reden wir dann? Also Minimum 2,8 Liter? Ja, Minimum 250 PS muss er haben. Ja. Willst du Golf 3 für Rennstrecke bauen? Ja, ich wollte ihn ja eigentlich sogar schon fast wieder verkaufen, aber jetzt bin ich wieder doch schwach geworden. Ja, mal warte, bis du jetzt erstmal fährst. Ja, dann ist Ende. Ja. Nein. Können wir mal anmachen? Einmal hier gut? Ja, komm mal. Du bist der Chef. Ich hole einen Schlüssel. Ne? Okay. Ja, jetzt ist wieder das Problem. Wenn wir ihn jetzt anmachen, dann will ich ihn überhaupt nicht mehr verkaufen. Warum? Ja, ich liebe dieses Auto. Ey, du setz dich mal rein und mach mal Gas hier. Das ist echt ein Unterschied. Und du musst mal von hinten filmen, der Klang. Von hinten? Oh, hinten und vorne. Alles. Alles, ne? In dein Auto, Klaus. Wie soll ich anmachen? Ein Kollege Animal Racing auch nochmal schnell in Abdeckung hier gedruckt. Sitzposition einstellen, sonst kann ich im Dreier kein Gas geben. Aber der hat Memory, machst einfach Dönerknopf. Ich muss an der Stelle mal sagen, ich bin schwer begeistert. Also sehr geil. Jetzt mal ehrlich, ich habe es ja selber noch nie gehört. Echt? Ist schon brutal. Hast du das von vorne, wenn du richtig Gas gegeben hast, ist echt übel. Ja, vor allem, was meinst du unter Last, wenn das Ding richtig... Ja, wenn der richtig Last zieht. Ja. Ich habe ihn auf dem Prüfstand gehört. Ja. Und das ist jetzt ja auch noch die Version mit originalen Luftfilterkasten. Ja, das ist die brave Version. Weißt du, weil was meinst du, was passiert, wenn du dann auch den Luft wieder aufmachst? Ne? Dann geht das erst richtig los. Weil durch den Luftfilter geht ja eigentlich kaum was durch. Das habe ich nicht mehr verkauft. Ich würde sagen, das reicht auf jeden Fall Video 1 schon mal heute. Haben wir ein bisschen was geschafft. Ja, müssen wir fahren. Mega geil, freut mich. Danke für eure Zeit. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Können wir noch einschlagen.